Seht ihr? Limo. Der fährt lieber eine Limo. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich lieber wäre. Irgendwas, das man nicht trinkt, wäre ganz gut. Ehrlich gesagt. Ja, wir können auch Sachen sagen, die wir bevorzugen. Das wäre vielleicht sinnvoller. Döner oder Kebab? Koro, Döner oder Kebab? Blaubeeren oder Himbeeren? Günther oder Josef? Was esst ihr lieber? Dieses Ding ist einfach super. Endlich vernünftige Fragen. Himbeer. Hey, ein Boomerang! Meinst du, der kommt zurück, wenn ich den werf? Ich glaub's nicht. Was hast du gefragt? Himbeeren oder Blaubeeren, habe ich gefragt. Was man lieber isst? Ja. Das ist hart. Aber ich glaube... Den kann ich nicht einsammeln. Das ist ein super heftiges Teil. Ich glaube, ich würde gerne... Ja, aber Himbeeren sind halt meistens gut und Blaubeeren kannst halt voll Pech haben. Also willst du Himbeeren nehmen? Ich weiß es nicht. Gute Blaubeeren ziehe ich Himbeeren vor. Aber wenn es so overall ist... So können wir jetzt noch bei was sind wir. Wenn es overall ist, würde ich glaube ich Himbeeren nehmen, weil Blaubeeren kannst du schon echt krasse Scheiße erwischen. Aber entweder oder Fragen finde ich gut. Vital signs stabilizing. Ja, okay, was esst ihr lieber? Leber. Eine Mandel oder so eine schöne schwarze Olive? Puh. Ich glaube, da würde ich die schwarze Olive vorziehen, obwohl ich Mandeln eigentlich ganz geil finde. Olive, Mandel, Mandel, natürlich das... Natürlich das, was nicht die Olive ist. Was habt ihr gegen Oliven, Alter? Oliven sind doch krass. Ich glaube, ich würde auch Mandeln nehmen, weil man damit viel mehr anstellen kann als mit Oliven. Hey, du geile Mandel. Dankeschön, Cephus. Bis dinne. Dankeschön, Cephus. Bis dann. Ich hasse Marzipan. Entschuldigung, wenn ich jetzt jemanden verletzt habe. Aber ich hasse Marzipan. Oliven sind fucking disgusting. Ich mag kein Marzipan. Marzipan ist die Kotze des Teufels. Was esst ihr lieber, Schokolade oder Chips? Hast du die miesen Kackfragen am Start? Wieso? Ja, weil das wieder schwer ist. Ich mag, eigentlich würde ich glaube ich immer Chips vorziehen, aber manchmal mag ich Schokolade. Stirb! Warum kann ich die nicht einsammeln? Chips. Schokolade kann man halt auch so sau viel machen, so Kuchen und Backzeug. Aber ich würde so allgemein, wenn es nur ums Pure geht, ne, ob nur Schokolade oder Chips. Wo krieg ich denn jetzt Quarz her? Rasengebiet, im Rasen versteckt, im roten Rasengebiet.
besten Scannerraum. Scannerraum? Scannerraum. War krass, wie es jetzt langsam wieder anfängt, richtig Spaß zu machen. Freut mich. Ja, scheiße. Wasserfiltermaschine. An einer Seite einen Tunnel anbauen und dann das Teil dran setzen. Ich glaube es auch, Gemma. Ich glaube, das war ein guter Plan. Nochmal zurück zu was Wichtiges. Wenn der Scannerraum steht, im Raum kann man Sachen herstellen, wie zum Beispiel das Sichtfeldchip. Sehr wichtig. Dann sieht man auch durch gescannte Sachen. So jetzt aber. Ah, okay, krass. Ja, cool, dankeschön. Da nicht anbauen. Warum kann ich das da nicht anbauen? Maxi. Ich weiß nicht. Da geht's. Scheiße, ich habe auch kein Glas.
30 seconds. Warum geht das nicht? Triggert mich. Irgendwie out of range oder keine Ahnung? Nee, ich versteh's nicht. Mal. Das ist so verkehrt. Bausystem, es macht richtig Bock in dem Spiel. Aber ich hätte es gern so richtig tief unten irgendwo. Gibt dir das? Warte, oder was? Alter! Nein, du bist die Besten, Koro. Schön, dass du da bist. Wie geht's dir? Es geht gerade ab. Bist du noch in der Kluft unterwegs, oder? Ne, einfach chillen mit euch. Cool. Quarz. Pizza hat scheiße geschmeckt. Scheiße. Oh, das ist blöd. Nie wieder Zwiebeln. Oh, ich liebe Zwiebeln auf Pizza, ehrlich gesagt. Zwiebeln auf Pizza ist geil. Einfach Res wieder gespawnt. Spielt ihr zusammen? Achso, nee. Hey Gemma, weißt du zufällig, ob man in dem Spiel schlafen kann und die Nacht überspringen kann? Was? Leck. Letzte Mal stellen lief immer scheiße. Oh man, wir hatten seit kurzem endlich mal, vor kurzem, ja, endlich doch mal wieder Glück beim Bestellen. Ich wünsche dir beim nächsten Mal viel Glück, Koro. Oder das Sonntag. Ja, das. Ich finde Sonntag ist ein Scheißtag. 30 Sekunden. Jetzt wäre ich zum Penny und hätte mir eine geile TK geholt für 1,80. Let's go. Am besten haben wir immer so Notfallpackungen wie Instant-Rahmen oder sonst was zu Hause, ne? Ja. Dass man irgendwas wenigstens hat. Weißt du, was blöd ist, Maxi? Nee. In meinem Bunker ist einfach Strom ausgefallen. Wie machst du jetzt an? Weil ich hab nur... Nein, nein, nein. Hä?
Warum schwebt es da? Das schwebt da einfach. Ich muss ein Ding bauen. Ein Kernreaktor oder irgendwie so ein Stromding. Eine Stromquelle. Hier ist ein Bioreaktor. Und das ist ein eine Wasserfeldmaschine. Ich glaube, der Bioreaktor wäre ganz fett. Zwei Titankabel ersetzen, Schmierstoff. Titan. Titan. Richtiges Schlafproblem momentan, das ist echt super scheiß schade. Aber wie meinst du, schläfst du zu wenig oder schläfst du schlecht oder? Ich muss einfach warten, bis Tag ist. Ich habe ja schon erzählt, dass ich zu lange schlafe, aber dazu kommen jetzt noch Albträume. Oh. Zu lange. Fuck, hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ich hatte Albträume, ja, ja. Kein Schlaf, nein, nein, kein Schlaf, nein, nein, Albträume, ja, ja. Wenn ich einen Wecker nach 7 oder 8 Uhr stelle, kriege ich nicht mal die Augen auf, obwohl ich wach bin. Alter. Nach 7 oder 8 Stunden. Woran könnte das liegen? Also ich bin wach im Hirn. Also ich habe Bewusstsein. Bist arg müde, Mausi, oder? Mhm. Nicht gestresst oder so. Voll komisch, aber. Bist du dann die ganze Zeit im Bewusstsein bis, ich sag mal, 12 Uhr? Oder fällst du dann relativ schnell wieder in den Schlaf? Nee, nur ganz kurz, weil ich zu müde bin. Okay. Also ich sag's mal so, ne? Ich würde das ein paar Tage vielleicht noch so lassen, weil ich bin meist der Meinung, dass der Körper, wenn er Schlaf benötigt, sich den erholt. Ich weiß, dass du das jetzt schon ein paar Tage hast, aber ich würde trotzdem vielleicht noch mal ein bisschen gucken. Und ansonsten kannst du wirklich im Notfall auch wegen sowas zum Arzt gehen, ne? Würde ich voll machen. Ich würde es, ja, wie schon gesagt, noch ein paar Tage beobachten und dann zum Arzt gehen, wenn du jetzt meinen Rat hören wollen würdest. Jetzt muss ich wahrscheinlich jedes Mal, wenn wir von Rat reden, an diesen Witzfunk ja mal denken. Mhm. Toll. Wenn wieder Semester anfängt nächste Woche, dann muss ich auf den Wecker hören können. Ja, ist so. Du kannst den Wecker auch ein paar Meter halt wegstellen, dass du aufstehen musst, wenn du ihn ausmachst, ne? Weil da muss dein Körper ja in Gang kommen. Aber das würde ich jetzt noch nicht machen. Ich wollte wirklich deinen Körper noch ein paar Tage Zeit lassen.